Moin, Servus, guten Tag. So, mein Projekt. Ich bin mal wieder unterwegs. Und ja, es ist Samstagmorgen in aller Frühe. Wir haben es noch nicht mal 7 Uhr. Und ich bin unterwegs. So, jetzt gehen wir erstmal kurz einen Blick zum Denkmal, wenn wir hier draußen sind. Ein geiler alter Baum. Die Rinde schon abgeworfen zum Teil. Aber wir gehen erstmal hoch zum Denkmal. Ja, wie gesagt, also ich habe ja gesagt, dass ich weitermachen werde. Und heute gibt es erstmal ein bisschen auch Auflösung, was los ist. Wie viele wahrscheinlich schon gedacht haben oder vermutet haben, die das gucken. Der Bunker, den ich so sehr suche, der ist weg. Und zwar habe ich im Archiv ja alte Papiere einsehen dürfen. Und es waren unsere ehemaligen Besatzer, die Briten, die fanden, dass dieser Führungsbunker einfach viel zu gut ist. Nochmal ein schönen Blick aufs Denkmal. Die haben gesagt, dass dieser Bunker weg muss. So, da gab es auch keine großen Diskussionen, sondern die haben bestimmt, das Ding wird gesprengt, fertig. So, und so ist es natürlich auch passiert. Der Bunker wurde gesprengt. Also vorher von den Briten leergeräumt. Alles, was sie haben wollten, haben sie mitgenommen. Und dann haben sie den Bunker gesprengt. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr scheiße, weil ich hatte bis zum Schluss noch gehofft, ich werde ihn finden, ich werde einen Eingang finden, wie auch immer. Keine Chance. Aber, jetzt kommt nämlich mein großes Aber. Die ganze Suche, die es dazu gibt, hat mich dann zu dem Projekt geführt, wo ich ja jetzt bei bin. Wer meine Videos kennt, weiß, dass von dort unten in die Richtung über einen Kilometer lang eine unterirdische Anlage sein soll, die hier durchgegraben wurde. Also ich laufe quasi, vermute ich jedenfalls, ich laufe über Tunnel. Ich laufe wirklich über einem Tunnel umher. Oh, hier gibt es bald lecker Essen, hier gibt es Beeren. Freue ich mich wieder drauf. Morgens draußen erstmal lecker Beeren frühstücken. Habe ich ja schon mal erwähnt, da bin ich ja voll dabei. Ne? Ja, und jedenfalls soll hier alles durchgegraben worden sein. Hier lang und darunter. Zu dieser, also ich habe keine Unterlagen bisher gefunden. Es konnte mir bisher keiner helfen und sagen, was das genau ist. Das Internet ist sehr groß, aber es gibt nichts zu der Thematik. Also muss ich alleine weitermachen.
Und ich vermute deshalb, die Anlage ist eine Tarnanlage dort unten. Das heißt, es wurde gezielt eine Anlage aufgebaut, die aber vom Äußerlichen definitiv nicht nach Bunker, Kommandoposten oder ähnliches aussah, sondern wirklich komplett mit Holz verkleidet an den Seiten, dass alles wirklich so aussieht, als wenn das eigentlich quasi, ja, eine Waldhütte ist oder sowas. Weil ich vermute, deswegen ist das Holz da noch zu sehen. Dass das wirklich, eine reine Tarnanlage war, die man da reingemacht hat. So. Denn so weit bin ich jetzt schon. Dort oben, wo wir gerade waren, auf dem höchsten Punkt, war wohl, wie ich es jetzt von mehreren gehört habe, eine Antennenanlage für Funkkontakt. So, diese Antennenanlage ging dann die Kabeleien in den Tunnel runter und dann in den quasi vorgeschobenen Kommandoposten, was ich vermute, was es war. Das waren Kommandoposten, der halt einiges beobachten sollte. Und dort ging es dann hin. Und deswegen bin ich der Meinung, mir das mal genauer anzugucken. Eigentlich wollte ich mit einem Pinpointer oder mit einem Metallsuchgerät mal abchecken, wie das ist mit den Betonteilen, inwiefern da Metall drin verbaut ist, sogenannter Stahlbeton. Ich sage immer so genannt, weil es ist halt kein Stahl, ne? Es ist halt einfach Metall. Aber ich muss ehrlich sein, ich war auch eine ganze Zeit lang nicht hier, weil ich bin zurzeit viel am Arbeiten, zu verschiedenen Zeiten, ne? Und da sind wir. Und jetzt geht's erstmal. Moment, erstmal wieder schnell schlinsen. Mal gucken, ob hier wieder wer war oder ob das unberührt aussieht. Weil ich habe ja das Problem mit diesem bekloppten Historiker, den ich nicht mag. So, schauen wir mal. Ich hatte ja hier gearbeitet. Hier hatte ich ja gearbeitet. Hier habe ich ja mich runtergegraben ein Stück. Weil ich wissen wollte, wie tief das ist. So, aber wir machen erstmal wie immer einen kleinen Rundgang und gucken uns erstmal an, ob hier alles noch halbwegs so ist, wie es mir in Erinnerung vom letzten Mal ist. Weil kann ja sonst sein, dass hier vielleicht irgendwer rumgestromert hat in der Zeit. Dass ich vielleicht auch jetzt nicht komplett alleine hier bin, dass hier irgendwer ist. Ne, deswegen lieber mal einen Blick werfen. Ich habe keine Lust auf bösartige Überraschungen. Bin ich ehrlich. Ja, was diese Kuhle hier war, eine ganz andere Frage. Hier sind einige Sachen, wo ich mich frage, hä? Bin ich ehrlich? Auch. Ich sag nur, wie scheiße, schon zweimal, ich bin ehrlich, Alter. Geht gar nicht. Also, was sich hier alles verbirgt, unter mir, neben mir, ist interessant, sagen wir so. Aber da ist die Anlage. So. Und ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass die Schlitze, die dort sind, das sieht man gerade blöd, weil die Sonne direkt von vorne hierher ballert, dass die Schlitze, die da sind, die waagerechten, dass das wirklich eine Holzverkleidung war. Da war, wie auf einer anderen Seite zu sehen, rundherum richtig Holz angebracht. Da sieht man ja auch noch, wo das Holz dran ist.
damit das wirklich so aussah wie ein unscheinbares, wie eine unscheinbare Sache. Diesmal bin ich auch ausgerüstet. Ich habe einen kleinen Klappspaten mit. Und dann werden wir gleich mal hier ein bisschen buddeln und mal gucken, ob wir was finden. Weil ich will wissen, geht es hier wirklich runter, also schräg nach da, runter. Ah, hier sind Mücken, das ist der Todestraum. Und das letzte Mal, das alles habe ich ja nur mit einem Grabestock und Handschuhen gemacht. Und jetzt versuchen wir es mal klassisch mit einem Spaten. Ich melde mich gleich wieder, ich werde mal kurz ein bisschen graben.